bin Michael Fessler, ich bin 24, ich komme aus Sissach, aus dem schönen Oberbaselbiet und ich spiele leidenschaftlich gerne Tischtennis. Ich hatte mit 17 eine Hirnblutung und bin seither halbseitig gelähmt. Und im Alltag merke ich eigentlich Grenzen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo ich sehr oft einfach Probleme habe. Ich habe halt lange nicht gewusst, wie es weitergeht nach dem Ganzen, aber habe dann eigentlich sehr schnell wieder die positiven Sachen gesehen und wieder meine Perspektiven gesehen und habe darum auch immer wieder neue Ziele gesteckt und habe mir so eigentlich wieder daraus geschafft. Ich finde das schön von den Leuten, dass die Leute helfen wollen. Aber Michael ist eine Person, die Hilfe nicht so gerne annimmt, weil er sein Leben selber meistern will. Also für mich gibt es eigentlich keine unüberwindbaren Situationen, weil ich eigentlich alles probiere zu machen und zu erleben. Er denkt immer positiv und er schaut immer führen und nie zurück. Und das finde ich sehr mutig von ihm. Ich will unbedingt einmal eine eigene Familie gründen, was Priorität hat. Und das Zweite wird dann, dass ich mich irgendwann einmal für die Paralympischen Spiele qualifizieren kann.